liebe Leute, weiter geht's heute Spiel mit dem Ligaspiel gegen den FC Hansa. Los geht's. So, da sind einige jetzt gegangen. Becker wechselt für 2 Jahre nach Alanyas. Es ist immer sicher, der Klub von Lukas Podolski, der heißt mich Antalyaspor. So, und Adam Meyer wechselt für 22,6 Millionen. Ebenfalls in die Türkei, diesmal nach zu Galatasaray, unser Jugendspieler. Ja, ich brauche ihn momentan einfach schlichtweg nicht. Und da dachte ich mir, dann holst du ihn, versuchst ihn abzugeben. So, der Kader steht, ich werde mal ein bisschen, passt so. Dann gehen wir rein ins Ligaspiel. So, geht es sofort los? Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn er wirkt im bisherigen Verlauf der Liga wirklich unaufhaltsam. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ihre Kommentatoren heißen heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Könnte eine packende Partie werden. Wichtige Ligapartie für beide Seiten. Wolf, beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn er es packen würde. In seiner momentanen Verfassung ist das denkbar. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Gleiche Mannschaft wie im letzten Spiel, das passte soweit. Die Verteidigung steht Gott sei Dank dieses Mal. Unsere beiden Jungs machen es gut. So, wenn die Transfer abgelaufen ist, versuche ich schon für die zweite Liga meinen Stürmer zu kaufen. Und es gibt nur einen, den ich auf jeden Fall versuchen werde zu verpflichten. Ich hoffe, dass es funktioniert. Aber das konzentrieren wir uns danach. Taktisch sieht das bei Ihnen nach einem 3-4-3 aus, Buschi. Und damit können wir uns, so vermute ich zumindest, auf sehr, sehr viel Flügelspiel einstellen. Also eine wichtige Rolle für die Außenstürmer. Vielen Dank. Wir leben. Was sind eigentlich deine Assoziationen, wenn du FC Schalke 04 hörst, Buschi? Also auf jeden Fall die Worte Ruhrpott, Kumpel und Maloche. Ich glaube, ja, kaum eine andere Mannschaft im Ruhrgebiet zelebriert so leidenschaftlich die Identifikation mit der Arbeiterschaft, wie das die Königsblauen aus Gelsenkirchen. Jawohl, passen. Bei einem internationalen Flair, was die Vereinsführung natürlich auch gerne hätte, die soll. Hi und Platte. Gut gehalten vom Keeper und dann. Im letzten Auswärtsspiel darf heute so weitergehen. Ne? Das war natürlich ein Spektakel mit reichlich Toren. Heute wird's, da muss ich so ein bisschen Luft rausnehmen, nicht so gut zugehen. Ich setze auf ein Unentschieden. Unentschieden, okay. Hereingab. Und da ist das 1-0 und es ist Bujelab. 9. Minute. Könnte jetzt der dritte Sieg in Folge werden. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und dann macht er das super aus der Halbdistanz. Wuchtig. Schön gemacht, aber vom Platt auch den auch so zurückzulegen, einfach in die Mitte. Da wird schon einer stehen und da stand Bujelab. Und da war nichts zu halten für den Keeper. Nix, gar nichts. Der dreht sich noch rechts weg und da wird immer länger und dann passt er das Ding. Jo.
Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. So, dann gehen wir zurück weiter. Versuchen wir es. Ich will in den nächsten Sekunden. Nach dem Titel für Sie aus, auch wenn Sie noch einige Spiele vor der Brust haben. 9 Punkte. Aber so souverän, wie Sie in dieser Spielzeit ist, der das ist jetzt eine Dalrosun. Der passt ganz genau. Fast nur da ins Tor. 14. Minute, 2-0. Schauen wir uns das Tor doch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja. Die Nummer 16. Jetzt der Ballverlust. Gut gemacht, Aschimero. Ah, dann kriegt er die Vorne darin. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Ja, da gehst du da mal bitte mit in die Lücke, genau. Kubilanski. Na, schade, da war er gut gehalten. Da war ein bisschen zu wenig Zug drin in dem Ball. Sonst wäre es wahrscheinlich sehr gefährlich geworden, ja. Der Ball geht ins Aus. Schalke mit dem Einwurf. Kubilanski. Ah, da geht aber auch. Latte. Glück gehabt. Ja, gut holen. Gemacht, gut verteidigt da hinten. Aber den holen wir uns. Ludewig. Ludewig! Ja, warum nicht? Einfach mal drauf gehen. Mal versuchen, den zu lange zu. Fünfter Schuss mittlerweile aufs Tor. 2-0 für den Mann. Und dann brauchst du eben auch die Coolness, die Cleverness, den Dinger zu machen. Dann hast du so eine Führung. Ballbesitz verloren. Ja, und da ist der Ball schon wieder weg, der Rostocker. Der Rostocker und der Torschütze zum 2-0. Da ist die Chance. Kubilanski. Und nichts anderes passiert gerade. Die Schalker setzen sich hier weiter ab. Mehr als komfortabel die Führung mittlerweile. Ja, die sind einfach auf allen Positionen besser heute. Kein Wunder, dass sie so deutlich vorne liegen. Das ist jetzt natürlich so. Schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten 3-0. Hälfte, mein lieber Mann. Kriegt aber gerade auch nicht wirklich den Stich in die Position. So. Ja, klasse Pass. Wittka. Er spielt den Pass auf den Flügel. Problemlos. Und den Ball. Ah, der war ein bisschen zu. Das war nicht gut von Ronaldo. Das war ein bisschen zu schnell. Und das nee. Gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. So, es gibt Ecke. Oh, die kommt. Aber sowas von souverän weggeholt. Ah, die Bayern hat man ja hier ausgekontert, so 2-0. An zwei eigenen Ecken. Da ist Platz auf dem Flügel. Weg ist der Ball.
Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Seh dich. De Rose. Außenbahn. Tempo ohne Ende hat der Junge. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Fünf weiter. Was für ein Tor, Buschi. Tja, Wolf. Ein paar Worte mehr. Ein absolut perfekter Konter. Blitzschnell nach vorne. Und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein Wort. Klasse. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten. Und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. So. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Ja, bin ziemlich zufrieden gerade. 4-0 zur Pause. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Gut, oh, Pate, sehr gut. Hat der heute überhaupt schon getroffen? Ja, der geht vorbei. Nehmen wir das aus. Ab. Das Ding ist durch. Und wahrscheinlich zur Pause schon entschieden. Es steht 4-0. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. So, zweite Halbzeit geht jetzt gleich los. 4-0 der Halbzeitstand momentan. Also sieht es aus, als hätten wir hier die nächsten Punkte in der Tasche. Durchgang 2 läuft. Und wenn keiner den mitnehmen will, dann nehme ich den gerne mit. Und aber da kommt nicht ganz an der Ball. Björn Rother. Ah, gut gelöst. Es gibt Abstoß, ja. Das hat Ludewig sehr klasse, clever gemacht und sehr gut gemacht. Kein Foul, Ball gespielt, Pass. Neuzugang bei Galatasaray. Ein echter Wunschspieler. Man konnte ihn nun also verpflichten und die Freude darüber, die ist wirklich groß. Aus meiner Sicht kann das mal ein ganz großer werden. Er hat eigentlich alles, was du für eine erfolgreiche Karriere brauchst. Mhm. Jetzt haben sie den Ball. Aus meiner eigenen Jugend habe ich den verpflichtet. Habe ich den abgegeben. Ja, ich weiß, es ist Jan halt. Ist ein halb, ist halt 75, es war ein 75er Verteidiger. Wieder weiß ich gar gerade. Ziemlich gerade. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird. Kolasinac. Ah, der das Ball kommt. Aber das ist einfach klasse. Wie er den noch hält, wie er das macht, überragend. Sie wechseln aus. Ach, schau. Schön verteidigt da von Rössel. 66. Minute mittlerweile. Gute Stunde gespielt. Dragovic hat das Ding. Ball ist wieder weg. Ah, das ist Krüger. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Warum auf Vorteil? Ich habe den Ball vergeben. Sie kommen über den Flügel. Wir kommen Nadic. Hat ihn. Na, da muss er ein bisschen. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Ja, schade. Ich habe immer mal zwei, dreimal die Position, die Situation. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Verpasst, um den Ball vorne reinzuspielen oder früher reinzuspielen. So rum ist es richtig. Aschibiru. Schalke ja. De Rosso, probiert jetzt mal ein bisschen das was. Ist jetzt eine Chance. De Rosso! Der auch wieder über. Und wieder verteidigt. Ah, gut verteidigt. Gut da verteidigt. Guter Einsatz. Jetzt hat nicht nachgesetzt auf diese. Nach dem 4-0. Im Gegensatz zu Ferl, jetzt krieg ich jetzt nicht nachgesetzt mit dem Ergebnis. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv.
da ist die Chance. Jetzt hat das. 5 zu 0. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. So, Ludewig. Ah, den hat er eigentlich erst gekriegt und dann hat er ihn dann doch nicht gekriegt. Hereingabe. Und dann ist es Tor für Rostock, 1-5. Völlig. Aber naja. So ist dieses Tor entstanden. Gut gespielt, aber trotzdem. Kommt die Flanke und dann bringt er den Ball im Tor unter. Schnell Zielstrebe nach vorne. Krasinac ist wieder ein bisschen weit weg. Ja, der macht auch so momentan seine Fehler, aber. So, ich bringe, muss jetzt ein paar Wechsel vollziehen mal. Ich würde gerne mehr, noch mehr wechseln, aber jetzt gerade ist das jetzt erstmal die wichtigeren Position. Schön viele Tore heute. 5 zu 1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Und es gibt das V. Freistoß Schalke. Jetzt also hier der Endspurt und auch die Fans geben nochmal Vollgas. Das ist einfach klasse, wie die ihr Team unterstützen. So, dreifach Wechsel, klar. Bin jetzt wieder alles. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ah, der ist ein bisschen weit. Schade. Früh wird er jetzt gestört. Gute Chance für eine Flanke. Klasse Pass. Toller Schuss. Strammer Schuss. Aber voll schön rausgespielt. Da nachgesetzt gegen 3 und dann. War ein bisschen weggegangen. Da hinten. Schade. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Ball hat er. Ja, energischer Vorstoß. Nee. Und? Renault. Hat das Ding, fällt das Ding. Und dann ist hier Feierabend. 5-1. Also, diese Partie. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr? Ja, muss ich super gespielt. Und dann können wir den nächsten. Können wir jetzt gucken, dass wir vielleicht sogar noch den Transfer zu machen. Ich brauche jetzt kein Interview. Wir haben die anderen gespielt. 1000 auch eins gewonnen. Okay, das ist schade, aber... Ja gut, das ist okay. So sagt es vielleicht ein bisschen für Spannung. Wir haben halt immer noch 9 Punkte, ne? Wenn ich richtig im Kopf habe. So, dann haben wir jetzt auch das Transfer-Ding hier noch. Die Bayern-Mann kann ich wiederholen. Wir haben 41 Millionen geholt, aber wir haben auch ein bisschen was eingenommen. Also 19 Millionen haben wir geholt, aber die Neuzugänge haben halt dabei. So. Ein paar Zwickau hat noch neue Spieler geholt. Aber ich brauche jetzt eigentlich nichts weiter groß an Spielern. Der Kader steht eigentlich soweit. So. Das nächste Spiel ist das Pokalviertelfinale. Lange bevor Bostoan. Angebot ablehnen. Nein, danke. Plane ich mit.
Nö, vergiss es. Brauche ich nicht. So, passt. So, und jetzt gucke ich, ob ich den Transfer zugemacht bekomme für den Hinblick auf die neue Bundesliga-Saison, auf die neue Zweitligasaison. Nämlich Simon Terodde, der Mr. Zweite Liga für den Hinblick auf die neue Saison. Achso, da möchte ich gerade so. Halt dann mal. Der Spieler ist nicht bereit, sich neu zu orientieren. Warum auch immer. Na, da müssen wir tatsächlich kurz vor der Saison noch mal ran. Den holen wir uns definitiv noch für die zweite Liga. Gut, dann mache ich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Pokalspiel in Augsburg. Und dann wollen wir doch ins Halbfinale. Aber das schaffen. Sehen wir dann. Bis dahin. Tschüss.